Mädels und vielleicht auch Jungs, wer weiß. Ich sitze gerade in meinem Badezimmer. Warum? Fragt bitte einfach nicht. Hier war das Licht am besten. Und ich möchte euch heute etwas zeigen, was ich jetzt während der Quarantäne so ein bisschen, naja, geübt habe, kennengelernt habe und jetzt ein bisschen besser beherrsche. Und die ein oder anderen kennen das vielleicht noch gar nicht. Ich habe das auch noch nicht so lange entdeckt, aber ich wollte es jetzt unbedingt mal ausprobieren und ich dachte mir, wann, wenn nicht in der Quarantäne. Also habe ich mir einen neuen Selbstbräuner gekauft und zwar diesen ganz normalen hier von DM. Was anderes kriegt man ja auch momentan nicht, aber mit dem hier funktioniert es auch ganz gut. Und zwar geht es um das Tontouring. Ich glaube, man spricht es so aus, also quasi Self-Tan Contouring. Ja, ich zeige euch heute, wie ich mein Gesicht mit Selbstbräuner konturiere. Zuallererst ist vielleicht ganz wichtig, dass man sein Gesicht peelt. Ich benutze dieses hier von Huda, also nicht Huda Beauty, aber Huda Beauty hat ja jetzt so eine Skincare-Reihe und ja, ich benutze auf jeden Fall dieses hier. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mega geil ist, weil das finde ich gar nicht, aber es peelt und deswegen habe ich dieses benutzt. Ich habe übrigens ein pinkes Sportshirt noch drunter, aber naja. Dann habe ich diese Self-Tanning Cream noch mir gekauft. Die ist ehrlich gesagt für mich ziemlich scheiße. Ich habe gedacht, dass die voll geil ist, weil die kostet auch 30 Euro. Die riecht auch ganz gut und sieht gut aus, aber ich kriege total Pickel davon. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier habe ich auch schon wieder jetzt einen, weil ich das vor ein paar, ja, vor, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so aufgetragen habe. Ich merke das sofort. Also ich würde sie halt für, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, wahrscheinlich nicht, aber bei meiner Haut ist sie gar nicht gut, aber ich hatte jetzt einfach nichts anderes da. Deswegen nehme ich diese drei Pickel jetzt nochmal in Kauf. Und zwar habe ich die bereits, wie gesagt, vor 20 Minuten ungefähr aufgetragen. Eigentlich dauert die auch so 4, 5, 6 Stunden, bis die richtig eingezogen ist. Aber bei dem Contouring soll das ja gar nicht so sein. Aber ich habe überlegt, dass es mehr Sinn macht, wenn ich vorher ein bisschen das ganze Gesicht bräune, damit überhaupt, ja, halt Farbe da ist. Und deswegen empfehle ich vorher, einen Selbstbräuner eurer Wahl schon mal aufzutragen. Dann nehmen wir uns diesen Selbstbräuner. Dazu habe ich mir zwei Pinsel genommen. Ich benutze immer so einen, das funktioniert ganz gut. Das ist so ein Billigding, aber ich mag den eigentlich ganz gern. Ich nehme den auch für Rouge, weil ich habe momentan meine Sachen hier auch nicht da, aber ich wasche den dann einfach aus und das geht voll fit. Und dann habe ich noch so einen kleinen, das ist auch so ein billiges Ding, aber der ist halt sehr gut für die Nase. Also als allererstes nehme ich mir so eine Folie. Wie ihr seht, habe ich das hier auch schon ein paar Mal gemacht. Und da kommt jetzt erstmal ein bisschen von meinem Selbstbräuner drauf. Boah, ich habe hier gar keine Ordnung. Wieder super. So. Da kommt ein kleines bisschen drauf und dann fange ich direkt an. Und ganz wichtig ist, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr hier sogar noch so ein bisschen meine Kontur von vor ein paar Tagen. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt nicht diesen Fischmund hier abfahren, weil das habe ich falsch gemacht. Und besser ist nämlich, wenn man lächelt, dann ergibt sich hier ja auch so eine kleine Kurve. Das tut meinem Gesicht ja nicht wirklich gut, wenn ich jetzt hier unten so eine Linie habe, weil Contouring ist ja dafür da, dass der Wangenknochen so abgeliftet wird. Und das funktioniert nur, wenn man halt lächelt und diese kleine Wange quasi so abfährt. Und ja, das sieht jetzt sehr komisch aus, aber das ist richtig so, dass man so übertreibt. So, jetzt habe ich hier meine Linie. Ich hoffe, es ist nicht zu weit unten. So. Und das gleiche mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Und hinterher mache ich das noch mit meinen Fingern so ein bisschen. Das klappt ganz gut, finde ich. Da das nicht so wirken soll wie der normale Selbstbräuner, muss man da halt voll übertreiben und die Linien wirklich richtig ziehen. Auch wenn ich jetzt aussehe wie ein Clown. Aber man lässt es halt nicht so lange drauf wie normalerweise, damit man das nur ganz leicht sieht. Und das funktioniert dann eigentlich ganz gut. So, jetzt mache ich das gleiche natürlich auch an der Stirn. So, boah, dieser Pickel. Ich finde es so crazy, dass ich jetzt direkt schon Pickel habe. Hier habe ich auch einen. Das ist auch davon. Und ich bin eigentlich nicht wirklich
sehr pickelempfindlich. So, jetzt nehme ich mir den kleinen. Und bei mir ist das Problem die Nase, weil ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich habe von Natur aus auf der Nase schon wie so, nicht so Milien, aber wenn ich halt hinterher das abwasche, dann sieht das aus, als wäre die ganze Nase braun, weil irgendwie meine Farbe da so, ich kann das nicht erklären, aber ihr werdet vielleicht nachher merken, was ich meine. Und da dippe ich jetzt in diesen Pinsel und male das auch natürlich sehr extrem. Ich bin so schlecht daran, aber irgendwie klappt das trotzdem immer ganz gut, weil das ja auch hinterher nicht den Mega-Effekt hat. Es ist nur so, dass man so ein bisschen, ja, Kontur halt im Gesicht hat. Sieht lustig aus. Dicker aus, finde ich. Scheiße. So, das gleiche mache ich hier drunter, unter der Lippe, dann wirkt die ein bisschen größer, so. Und ganz cool finde ich noch, wenn man das hier macht, und zwar ungefähr, mein Spiegel blendet etwas, ne, ungefähr so. Ich mache immer hier so ein bisschen höher, damit das, ich weiß nicht, sieht man das, dass es so ein bisschen sleekiger ist? Also ich finde, das macht so einen kleinen Effekt, aber vielleicht denke ich das auch nur. So, jetzt ist hier etwas mehr, dann muss ich da nochmal ausgleichen. Go home, we won't go. Whoa. Whoa. So, und jetzt gehe ich über alles nochmal drüber mit noch mehr Farbe, dass es richtig stark ist, und dann sind wir auch quasi schon fast fertig. Mein Gott. Jetzt nehme ich mir den Rest mit dem Finger. Das ist aber ganz wichtig, dass ihr den natürlich später abmacht. So. Und so richtig stark lasse ich das jetzt einwirken. Ich habe das jetzt schon ein paar Tage probiert und eigentlich soll man so 1 bis 3 Stunden. Nach einer Stunde hat das bei mir überhaupt nichts gebracht, also man sah gar nichts. Und bei anderthalb war es so, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, also es war ganz okay. Aber ich glaube, ich möchte jetzt mal 2 Stunden ausprobieren, um auch wirklich vielleicht mal in der Nase einen Effekt zu sehen, weil da tut sich irgendwie immer schwer. Ja, und dann sehen wir uns in 3 Stunden wieder und ich zeige euch mein Ergebnis. Tada! Die Zeit ist endlich abgelaufen. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, oh mein Gott, warum habe ich mir dieses Video angeguckt? Man sieht fast nichts. Ja, man sieht nicht sehr viel, aber ich finde, es macht trotzdem einen gewaltigen Unterschied, weil ich persönlich sehe zum Beispiel das hier sehr stark und ich finde, es sieht aber total natürlich aus. Ich finde es richtig, richtig cool und auf der Nase hat es auch sehr viel gebracht. Aber es ist wieder das, was ich meinte, dass ich hier halt diese roten Flecken habe, sodass es halt aussieht, als wäre die komplette Nase, ja, so ein bisschen braun. Ich finde auf jeden Fall auch auf der Stirn, es ist richtig, richtig gleichmäßig und als hätte ich es halt verblendet. Und vor allem hier an den Seiten, ich finde es richtig cool. Und wenn man dann ungeschminkt ist oder wenn man überlegt, dass man einfach nur eine BB-Cream oder so aufträgt, dann hat das bestimmt auch einen mega geilen Effekt und man sieht richtig geshaped aus. Ja, also das ist mein Ergebnis. Schreibt mir doch mal, ob es euch gefällt, ob ihr einen Unterschied sehen könnt, wie ihr das Ganze findet. Ich habe es jetzt übrigens nur 1,5 Stunden ausgehalten, dann habe ich es wieder abgemacht. Also je länger, desto mehr Effekt sieht man auch. Aber ich finde, so natürlich ist es auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und man sieht richtig hier, wie die Wangenknochen so ein bisschen höher erscheinen. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Contouring-Hack gefallen und ihr macht es mir nach. Zeigt es mir, wenn ihr es nachmacht. Dann wünsche ich euch noch schöne Quarantänezeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!